Hallo, hier ist Simra von Pipilonis Kreative Welt. Es kommen jetzt bald die neuen Aufsätze für das Zooeasy von Via Memory Keepers und das wollte ich zum Anlass nehmen, um euch mal die Funktionsweise von Zooeasy zu erklären. Diese Handgriffe, das ist das wichtigste Instrument, das kommt immer mit diesem rosa Aufsatz, das ist ein gerader Stich und eine Nähnadel. Das Besondere daran finde ich, was auch sehr praktisch ist, das ist da hinten ein Aufbewahrungsfach für die Nähnadel und diese Köpfe, die kann man austauschen. Und zwar geht das Ganze einfach, indem man das gegeneinander verdreht und rauszieht und da kann man dann auch den neuen Aufsatz hineinstecken und verdrehen. Dann hat man zum Beispiel so einen Zickzackstich. Derzeit gibt es 2, 4, 6, also 7 verschiedene Stiche, eben den geraden, der im Original dabei ist, dann den Zickzackstich, dann so einen Bogenstich, das wäre dann der gelbe, Zickzack ist der grüne da, dann diesen Sternchenstich, der sieht so aus, dann diesen Saumstich, das wäre der da, dann diesen langgezogenen Zickzackstich, der schaut so aus, und so ein Kreuzstich, der wäre dann nicht da drauf. Doch, das ist der Kreuzstich, aber ich habe nicht dieses Kreuzformat genommen, sondern einen anderen Stich einfach gewählt. Welche Stiche man unter anderem damit machen kann, das ist dann immer auf der Verpackung hinten drauf. Da seht ihr zum Beispiel Muster, welche Stiche man anwenden könnte. Was es noch gibt bei dem System, das sind verschiedene Garne in verschiedensten Farben, aber man kann natürlich auch eins verwenden, das man schon zu Hause hat. Ich verwende zum Beispiel auch das da. Und dann gibt es noch Ersatznadeln, das sind immer 4 in so einer Hülle drinnen. So, wie verwendet man jetzt das Zooeasy? Was ich euch empfehlen würde, ist die Matte, die ihr auch bekommen könnt, zu nehmen. Ich würde es nicht auf einer Schneidematte machen, weil wenn man zu fest aufdrückt, dann kann es passieren, dass diese kleinen Spitzeln, die Löcher machen, kaputt werden. Und wenn ihr das nicht habt, dann könnte man das zum Beispiel auch auf einem Mauspad machen. Was man beachten muss, ist die Stärke des Papiers. Zum Beispiel bei einem relativ dünnen Papier ist das kein Problem, dass man auch so ziemlich durchkommt. Bei einem dickeren Papier, also das dünnere Papier ist zum Beispiel ein 7 Gypsies Papier, die haben eine recht dünne Papierqualität, aber beim Cardstock, zum Beispiel Basil, da kann es schon sein, dass man nicht durchkommt. Das kommt teilweise auch auf den Stich an. Also bei einem, wo viele Löcher sind, wo sich der Druck sehr stark verteilt oder wenn die Sticheln dann durch falsche Behandlung schon abgenutzt sind, dann kommt man da nicht so leicht durchs Papier durch. Und da kann man es ganz ohne Probleme machen, weil man sieht ja dann, wo die Löcher sein sollten, da sticht man die nicht durchgegangen sind, einfach nach, damit man dann mit der Nadel schön durchkommt. Also die ersten habe ich nachgestochen und da hinten geht es dann schon schön. Und das ist relativ einfach. Also die meisten Stiche sind mit Rückstich zu machen. Den kennt ihr eh sicher aus der Schule. Also da steche ich, ich fange auf der Rückseite an. Voilà. Kann ich hinten entweder einen Knopf machen oder ich klebe das jetzt einmal gleich fest. Dann von vorne wieder zurück, dann ins nächste Loch. Und dann gehe ich wieder zurück eben in das Loch davor. Und dann in das nächste Loch von hinten und dann wieder zurück.
Also ihr seht, es gibt ein recht schön gleichmäßiges Stichbild. Und jetzt zeige ich euch noch ein Layer, das ich mit dem Suisse gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel so Plattformen genäht. Die habe ich zuerst dünn mit Bleistift vorskizziert und dann einfach mit dem Handgriff bin ich nachgefahren. Da sind gerade Linien. Wenn man die wirklich ganz gerade haben will, dann kann man es auch so machen, dass man zum Beispiel an irgendeinem etwas höheren Teil entlang fährt und dann wären auch die Linien recht gerade. Und da herum habe ich mit dem Zickzackstich noch so kleinere Fotos angenäht. Da muss man aber dann wirklich nachstechen, weil durch zwei Lagen Papier geht das so easy natürlich nicht durch.